Ja, wenn man ja vom Teufel spricht, Mr. Bishop. Haben Sie mein Telegramm bekommen? Anscheinend ja schon. Activated. Mr. Bishop? Was hier passiert? Jetzt kann ich Ihnen ganz genau sagen, was passiert ist. Kennen Sie diesen Mann namens Chad Rowley? Ja. Ja, der kam gerade zu mir, wollte eine Henry umlackieren lassen. Ja, die war vorher Silber und habe mich gefragt, woher die her hat. Ja, vom Colonel. Ich so, wie vom Colonel? Ja, ich habe die Armee heute verlassen. Ich so, ja, und was mit der Waffe? Müssen Sie die nicht abgeben? Nö. Mr. Crowley, ist das Ihr Ernst? Ja. Wir sind doch im guten Auseinandergang. Warum machen Sie sowas mit mir? Das Geld, ganz ehrlich. Da hat Was? mich ein bisschen das Geld gepackt, sag ich jetzt mal. Das schnelle Mr. Geld. Bishop, ich habe mal das Silberne abgemacht in Eisen umgefärbt und ich habe das Leder in ihrer Farbe gemacht. Danke, Sir. Oh, und ich habe natürlich noch verbessertes Kim und Korn reingebracht, das war noch nicht drin. Naja, auf jeden Fall, was sie mit dem machen, ist jetzt ihre Sache, aber Mr. Bishop, ich war ja selbst schon ein Soldat, Veteran. So was kann ich nicht abhaben, so ein Scheiß. Ich habe schon geguckt, ich habe nichts weiteres gefunden. Mr. Crowley, das enttäuscht mich wirklich. Ich nehme ihn mit, ja? Ja, viel Spaß, Mr. Bishop. Mr. Crowley, ich hoffe nicht, dass Ihr Bruder dann auch so einen Scheiß macht. Weiß ich ja nicht, ob der auch sowas macht. Ich denke, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Liegt am, links. Danke, Sir. Ich bin Ihnen zutiefst in Dank verpflichtet. Kein Problem. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie jetzt so über die Straße sprinten. Geht's Ihnen Scheiße. gut? Ja, alles gut, alles gut. Sie könnten Bart gebrauchen. Ja, ich glaube auch. Danke. Können Sie mich jetzt zum Sheriff? Herr Bischof. Microphone activated. Nein. Der Sheriff, der will Sie nur einsperren oder Ihnen Geldstrafe geben für Diebstahl. Und wenn Sie nicht viel Geld haben, dann bringt Ihnen das auch nichts. Dann sitzen Sie nur noch mehr in der Patsche. Ich gebe Ihnen eine Chance, Mr. Crowley. Eine Chance, die Sie nutzen können. Okay, die wäre. Ich setze Sie oben im Norden ab im Winter Ja. und lasse Sie zurücklaufen. Okay, ich glaube, das werde ich schaffen. Was denn? Von da oben runterzukommen. Ja, nicht ganz so weit. Zu Fuß schaffe ich. Ich habe schon mehrere Männer dort oben abgesetzt. Zu Fuß schafft man das. Und Sie haben noch ein Messer und einen Kettleman, oder? Ja, und einen Bogen. Ja, dann schaffen Sie das auf jeden Fall. Mir tut auf jeden Fall sehr leid. Ich weiß gar nicht, wo. Also. Ich. Da fehlen mir wirklich die Worte, weil ich dachte, Sie wären ein vernünftiger Kerl. Microphone activated. Schmal, wer auch Spaß hat, wissen Sie? Ich meine, ich habe sie ja wirklich gemacht. Ich mag sie immer noch, das ist das Teufelszeug daran. Aber wenn Sie natürlich sowas von einem hören, dann ist das ja Das macht mich einfach nur blöd vom zutiefst Kerl. traurig, wissen Sie? Microphone activated. Haben Sie zu essen und zu trinken dabei? Ja, habe ich. Microphone muted. Was ist das denn? Microphone activated. Das ist nichts. Also. Wir haben irgendwann mal Menschen gelebt, ja? Wir haben quasi hier versucht, ein bisschen Bergbau zu betreiben, aber das ging alles in die Hose und seitdem ist hier gar nichts mehr los. Okay. Verdammte Scheiße. Kalt hier. Ich hatte zum Glück noch ein Messer im Pferd. Ich mein Pferd. Sonst hätte ich mal ein Messer gehabt, um sie frei zu schneiden. Na doch, ich hätte auch noch eins. Ja.
Hallo, Mr. Crowley. Ich habe hier einen Esel in Valentine gut festgebunden, ja? Ja. Da kommen Sie nicht dran. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Ebenfalls. Und vielleicht sehen wir uns ja mal unter anderen Umständen wieder. Ja. Ich wünsche Ihnen auch noch was. Ich hoffe, Sie kommen heile zurück. Na, werden wir gucken. Passen Sie auf die Wölfe auf.